Essen. Die Königin der Schüsseln. Bud, setz dich. Ich will dir die Geschichte der Ferguson erzählen. Also, diese Babys werden in Maine fabriziert, in der kleinen Ferguson-Fabrik. Sie ist die Stradivari der Toiletten. Mein Dad konnte darauf spielen wie auf einer Geige. Ja, ich werde nie vergessen, wie mein Dad mich mitgenommen hat nach Maine, um die Fabrik zu besichtigen. Ich musste dringend pinkeln. Ich habe ihn gebeten, mal rechts ranzufahren. Aber er hat gesagt, nein, warte, bis wir dort sind. Es lohnt sich. Und er hatte recht. Entschuldige bitte, Dad, aber eine Toilette ist eine Toilette. Die Toiletten von heute verdienen nicht mal den Namen. Sie kommen in Designerfarben daher und sind zu niedrig. Und wenn du spürst, machen sie einen kleinen, schwachen, fast um Verzeihung bittenden Ton. Nicht die Ferguson. Die gibt es nur in Weiß. Und wenn du spürst, bäh, wusch. Das ist eine männliche Spülung, Bud. Eine Ferguson sagt, ich bin eine Toilette. Setz dich und gib mir deinen besten Schuss. Wenn eine Ferguson nur sprechen könnte, die hätte was zu erzählen. Und jetzt habe ich eine, die nur mir gehört. Ach, es wäre so schön, wenn mein Dad auf ihrem... Ich glaube, diesmal kommt er nicht mehr zurück. Siehst du das, Dad? Ich sitze auf meiner eigenen Ferguson. Du wusstest immer, dass ich das schaffe. Leid. Es war einmal ein gewisser Mann, der Schuhe verkaufte. Er war ein guter Mann, aber irgendwie ist ihm nie was Gutes widerfahren. Habe ich erwähnt, dass er ein großer Sportler in der Schule war? Die Menge hat ihn gefeiert. Das war noch bevor das rote Ding auftauchte. Dunkelheit fiel über die Schuhstadt. Wer würde es aufnehmen mit dem roten Biest? Wer würde kämpfen? Wer würde es heiraten? Der kleine Schuhmann aber trat nach vorn. Oder vielleicht sind die anderen nur zurückgetreten. Auf jeden Fall war eine unheilige Gemeinschaft geboren. Und auch zwei unheilige Kinder. Der demütige Schuhmann, der einmal ein gewaltiger Sportler war in der Schule und 4 Tore geschossen hat in einem Spiel und viele Angebote hatte und hätte etwas machen können aus seinem Leben. Legte sich hin und starb. Das Ende. Hey, wir haben uns für die goldene Rechnung qualifiziert. Naja, das ist doch wenigstens mal etwas. Könntet ihr die Jubelfeiern verschieben bis nach meinem Tod? Milwaukee, 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 das ist die Stadt, die sie um deine Mutter herumgebaut haben, ne? Sieh dir diese Sondergebühren an. Wer hat die geile Nummer angerufen? Das ist nicht, was du denkst, Dad. Es sind nur nackte Frauen, die am Telefon geil daherreden. Naja, dann ist ja in Ordnung. Und was ist mit diesen 3 Seiten Sondergebühren für den Heavy-Metal-Notruf? Dann muss das wohl ich gewesen sein. Aber ich habe Geld gespart. Wie hast du das gemacht, Dumpfbacke? Naja, die sagen doch, es kostet $3 für die erste Minute und 50 Cent für jede zusätzliche Minute. Und damit die nichts zusätzlich berechnen, habe ich nach einer Minute aufgehängt und wieder angerufen. Nicht ohne Schuhe. Warum kann ich nicht barfuß bowlen? Weil schon mal einer hier war, der barfuß gebowlt hat. Er ist gestürzt, hat sich einen Spreißel eingezogen und uns auf 1,5 Millionen verklagt. Also gilt jetzt die Vorschrift, nicht ohne Schuhe. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen auf die Reserve zurückgreifen. Bald. Aber der ist scheiße. Hey, er ist mein Sohn. Glaubst du, ich weiß nicht, dass er scheiße ist? Aber er ist ein Bundy. Ich rede ihm gut zu und dann brüllt er bestens. Bald, mein Junge. Ich habe mit dir zu reden sollen. Über was?
Muss sich einer von euch die Hände an meinem Hemd abwischen? Sohn, weißt du noch, wie du nicht in der Schülermannschaft spielen durftest und weinend nach Hause kamst? Und ich dir sagte, es ist okay, du hast dein Bestes getan. Ja. Tja, das war Quatsch. Ich habe mich für dich geschämt und daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber ich gebe dir eine zweite Chance. Du kannst jetzt bowlen und ich rate dir wohl gut. Du sollst gewinnen. Kannst du das für deinen Paar machen? Ich habe schon lange nicht mehr gebowlt. Er ist aufgestellt. Los, mach einen Übungswurf, Sohn. Seht ihr, das ist das Schöne an uns Bundys. Auch wenn es keinen Ausweg mehr gibt und es recht finster aussieht, haben wir jedes Mal Deckung! Nicht in einem Dodge fährt. Lass mich sehen, das steht doch da nicht. Das steht da. Also dann, nächste Frage. Wenn Sie einen Wohnwagen ziehen... Überspringen das, die stellen keine Wohnwagenfragen. Aber Al, wenn es in dem Buch steht, kommt es auch in deinem Test vor. Test, Test, Test. Hätte Peck nicht so eine Scheiße gebaut, gäbe es überhaupt keinen Test. Abgelaufener Führerschein. Warum kann eine Heiratsurkunde nicht ablaufen? Stell mir die nächste Frage. Wo ist dein toter Winkel? Bei zwei Bier und einer Rothaarigen. Al Bundy? Ich heiße Bundy. Entschuldigung. Trotzdem, Mr. Bundy, es steht jetzt für Sie die schriftliche Prüfung an. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche dieselbe Sprache wie jeder in diesem Land. Oh, Spanisch. Ich spreche nicht Spanisch, Sie Idiot. Ich spreche Amerikanisch. Amerikanisch? Amerikanisch. Ah, hier ist noch eins. Wow, ich hoffe, Sie wissen viel über das Ziehen von Wohnwagen. Mein Glückwunsch, Mr. Bundy. Sie sind durchgefallen. Ach, kommen Sie, das ist bei mir das dritte Mal. Lassen Sie mich doch einfach bestehen. Wir nehmen es hier sehr ernst, wenn wir Führerscheine ausstellen. Hier ist dein neuer Führerschein. Und hier ist Ihre. Und hier ist Ihre. Gute Fahrt. Aber es ist nicht alles verloren, Mr. Bundy. Es könnte noch einen Führerschein geben mit Ihrem Namen darauf, wenn Sie die praktische Prüfung bestehen. Eine praktische Prüfung, ha? Dann lasse ich Sie jetzt wissen, dass ich seit 30 Jahren durch die schäbigen Straßen von Chicago fahre. Im selben schäbigen Auto mit derselben schäbigen Frau. Also los, dann zeigen Sie mir, was Sie können. Zeigen Sie mir den Arsch, der mich nochmal durchfallen lässt. Bundy? Al Bundy? Nimm deine Arme runter, Al, sonst gehen die Pflanzen ein. Daddy, wenn ich jetzt noch mehr esse von diesen Campignons, dann verliere ich den Verstand. Dad, du hältst dich für den Boss. Tu irgendwas. Da läuft nichts, Bud. Weißt du, deine Mutter hat körperlich noch nie einen Mann umgebracht. Also werden wir das wohl ein paar Tage aushalten müssen. Also, hier Familie, Hausmannskost. Was ist es denn heute, Mom? Rinderspucke? Eine Sonnenblumenpaste. Ob ich meine auf Styropor streichen kann? Das ist ein Reiskuchenbad. Also, ist das nicht köstlich? Ich bin so froh, dass wir gesund essen. Wir reinigen uns selbst. Und wenn ihr mich fragt, ich fühle mich um 10 Jahre jünger. Ich möchte leben, aber doch nicht so. Kommt alle mit, Familienversammlung. Also, Peck, ich weiß, du fühlst dich verantwortlich für den Tod von Jim. Natürlich nicht dafür, dass du mein Leben kaputt machst, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls bist du nicht schuld am Tod von Jim.
Seine Gesundheit war schuld. Weißt du, er hat seinen Körper so total von allem gereinigt, dass der, als er schließlich gefordert wurde, nicht fertig wurde mit dem Fett und dem Zucker und dem ganzen vergifteten Zeug, das wir Nahrung nennen. Er hat sich selbst dem Tod ausgeliefert. Weißt du, gesunde Menschen sind wie Dinosaurier. Sie schaffen es nicht zu überleben. Jims Körper wurde einfach nicht fertig mit den Burgern und Bonbons und Backwaren wie normale Menschen. Du siehst, Peg, wir. Wir sind die Starken. Glaubst du das wirklich, Earl? Absolut. Siehst du die Küchenscheibe da? Die da? Nein, die da. Na, egal welche. Siehst du die vielleicht eine Dose Champignons wegtragen? Camp Dad. Danke, mein Kürbis.